Also ich korrigiere mich da gerne, falls ich da irgendwas missverstanden haben sollte. Also ich habe beim Twitch habe ich generell auf 50%. Ist egal bei welchem Stream ich bin, ich habe da so 50%. Generell. Und wenn ich die Lautstärke regel, dann mache ich das über mein Headset. Weil ich dann halt lauter oder leiser, je nachdem. Weil ich persönlich, mir ist halt aufgefallen, dass ich... Übernimm doch mal jetzt hier die Führung. Führung mal nehmen. Hey. Mir ist halt aufgefallen, dass bei 100% ich... Gehen mir halt die Soundfehler eher auf den Piss als bei 50%, sage ich jetzt mal. Deswegen stelle ich auf da so 50 ein. Und wenn da dann irgendwelche Soundfehler auftauchen oder halt übersteuert oder was auch immer, dann muss das ja für die anderen, die Twitch auf 100% haben, noch extremer sein. Aber dann verstehe ich nicht, warum keiner was im Chat sagt. Ich hatte halt auch schon überlegt, das im Chat zu schreiben. Ist aber halt auch immer doof, das dann mitten im Stream dann reinzuschreiben. So, warte mal. Ich habe nicht markiert, wo ich hin will, oder? Dann. Urban Monarchs head uncrowned. In diesem Gewässer müssen wir den Mast. Habe ich markiert, wo ich hin will? Jetzt machen wir eine extra Runde gerade. Lui. So, warte mal. Nochmal nachlesen. Irgendwas vergessen. Ja, es kommt immer drauf an, wie ich lurke. Es gibt halt so Lurks, ne, da habe ich halt den Sound an und höre dann halt noch nebenbei. Und dann habe ich aber auch Lurks, weil ich, wenn ich zum Beispiel meine VODs schneide, nur so als kleine Info, habe ich euch zum Beispiel so lange, wie ich meine VODs schneide, auf Mute, damit ich mich halt selber höre und weiß, wann ich schneiden muss. Weil wenn ihr nämlich dann dazwischen sabbelt, macht es mir das Leben dann schwerer, das VOD zu schneiden. Deswegen mache ich euch so lange dann zum Beispiel auf Mute. Ne? Hab dich ja auch im Streamcore, daher bin ich immer pünktlich hier. Ah. Und Handy bimmelt. Wahrscheinlich liegt es daran, weil die denn 3 Streams offen haben, 2 ganz leise, einer ein bisschen lauter. Vielleicht hören sie es dann nicht richtig raus, dass das übersteuert, das kann sein. Ne? Ja, aber Discord benutzt halt vielleicht auch wieder andere Sachen. Ne? Du hast ja mit diesem Discord, ich weiß nicht, ob du das anhast, aber da gibt es halt dieses, boah, wie heißt denn das? Muss ich jetzt selber nachgucken. Aber Discord hat da ein paar Optionen drin. Ich hasse die an und deswegen hört man das nicht. Seht, Priester zum Plündern! Segelwaffen! Seht nie! Ne, was ich halt meine, wenn du normal redest. Ach, was mach ich denn jetzt so? Wenn du normal redest, dann ist ja auch alles gut. Aber sobald du anfängst, da, lauter zu werden. Oder wenn du halt anfängst rumzuschreien, ne? Weil jetzt irgendwas nicht richtig funktioniert. Dann ist das... Je nachdem, wie hoch deine... je nachdem, wie laut deine Stimmlage ist.
ist das dann, übersteuert das dann halt entweder A weniger oder extrem. Wie gesagt, wenn du ganz normal redest, so wie ich jetzt, normale Lautstärke, hört sich das wirklich gut an. Perfekt eingestellt. Ne? Versteht dich gut, hört alles, was du sagst. Und sobald du lauter wirst, wird es richtig, ich will jetzt nicht sagen eklig, aber ne? Du weißt doch selber, wie es ist, wenn es übersteuert. Hört sich halt einfach nicht gut an. Ich hab den da hinten anvisiert, ne? Ohne Scheiß. Ich hab den anvisiert. Und jedes Mal greift die irgendeinen anderen Typen an. Was bringt mir denn dieses Anvisieren, wenn... wenn jedes Mal irgendwie ein anderer Typ anvisiert wird? Also, nicht anvisiert, sondern angegriffen wird. Ich visiere A an und sie greift Typ B und C an. Hä? Ich muss sehen, was du siehst. Du musst einen Schlüssel, okay. Jede Menge kleine Truhen, aber auch Schlüssel haben wir hier. Ja, Daniel, ich hoffe, du kannst was mit meinem Feedback anfangen. Wie gesagt, normale Lautstärke hört sich gut an. Wird halt nur komisch oder wird halt nur kratzig. Und übersteuert, sobald du halt lauter sprichst. Bin mal kurz abgehauen. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Aber beim Ingo... ich finde, das hört sich gut an bei dir. Man merkt auf jeden Fall, dass das Mikrofon nicht über dir ist, sondern in der Nähe des Monitors, ne? Das hört man zum Beispiel daran, wenn du dich nach vorne lehnst, dass du dann lauter wirst. Das ist mir halt aufgefallen. Aber ansonsten, ne. Ja, ja, man merkt es, wenn du dich nach vorne lehnst, Richtung Tisch oder Richtung Monitor, dann... du wirst halt lauter, ja, merkt man. Wollt ihr was sehen hier? Ja. Warum rennt denn hier alles? Aufbrechen! Willkommen zurück. Ich hoffe, das Feedback war okay, Daniel. Und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Da sitze ich hier hinten. Mutest du dich eigentlich, wenn deine Frau mit dir redet? Weil ich glaube, die hört man gar nicht. Was ja auch okay ist. Ich denke mal, das ist ja so gewollt. Falls du dich nicht mutest, ist das gut eingestellt. Ich habe nur einmal mitgekriegt, dass du aus Versehen, glaube ich, nicht Mute gedrückt hast. War es dann Rauchen gewesen. Bist dann wiedergekommen und hast dann dich gemutet, weil du dachtest, du wärst schon gemutet. Weil du dich entmuten wolltest. Aber da haben ja die Leute relativ schnell gesagt, so von wegen, du bist gemutet. Junge, Alter.
Dropkick in your face. Da waren wir ja relativ schnell. Ja, komm vor. Komm vor. Ich benutze zum Beispiel gerne so ein Stream Deck. Weiß nicht. Benutzt du das auch? Weil ich das zum Beispiel so eingestellt, wenn mein Mikrofon an ist, ist es grün. Und wenn es aus ist, wird es dann rot. Und jetzt ist es wieder an. Dann machst du auch über die Farben oder so. Waffe nehmen! Bäm, Junge! Und noch eine andere Waffe? Nee, ne? Schade. Waffe! Was, die habe ich getroffen? Krass. Ava! Eine richtig gute Werferin. Und die ist eine Pitcherin verloren gegangen, ne? Ganz kurz hier die Map checken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, aber wenn du brüllst, dann ist halt noch der Sound völlig in Ordnung. Wenn du mal ein bisschen lauter wirst. Aber was heißt denn brüllen? Ich meine, du... Ja, du regst dich manchmal auf so und sagst du so, nein, was soll das? Aber du bist trotzdem noch voll leise. Im Gegensatz zu anderen. Bleib standhaft. Boah. Hopp ab, Junge. Ja, ruf da auf den! Los! Ja, weggetreten! Sehr schön. War schön, zwei Fähigkeitspunkte. Können wir auch gleich mal ausgeben. Ausgeben. Ah, ich komme trotzdem leider nicht zu Adrenalin ran. Schade, schade, schade. Oh, Nahkampfschaden und Fernkampfwiderstand. Ist okay. Auf jeden Fall diesen extra Adrenalinpunkt haben. Hier gibt es viel zu plündern. Komm mal kurz hin. So. Ach, du meinst Ingo. Ja, du brauchst hier nicht immer angesprochen fühlen. Ach, dann wird... Ah, wird dunkel. Okay, okay. Ich habe das über die Farben gemacht, kann ich besser unterscheiden. Wenn es rot ist, ist es aus. Wenn es grün ist, ist es an. Ach so, du verdrückst dich manchmal. Die Wurstfinger wieder, ne? Ich merke schon. Das war's. Verschwinden wir. Nur das Rote blinkt. Wenn es aus ist, damit ich weiß, es ist aus. Oh, das habe ich früher nämlich zu Anfangszeiten nie gemerkt und vergessen. Nee, ich habe das direkt vor meiner Fresse. Also ich habe das zwischen Monitor und mir stehen. Deswegen habe ich da immer so einen Blick drauf. Also ich habe das nicht irgendwo links oder rechts oder irgendwo im Augenwinkel, sondern ich habe das wirklich direkt vor mir. Es ging mir so auf den Sack. Ja, das hatte ich aber auch schon ein paar Mal. Klemmt. Ich muss auf Bevor ich halt das Stream Deck hatte, ist das mir leider auch sehr häufig passiert, dass ich dann meine Pipi-Pause hatte, hatte mich gemutet, bin wiedergekommen und was ist?
Ja, der Vollidiot hat vergessen, sich wieder zu entmuten. Und dann irgendwann so nach 20 Minuten... Oh, bin ja noch gemutet. Oder manche sagen dann so von wegen, ich hab mich schon gewundert, warum du nichts mehr sagst. Also dann wurde denen dann auch irgendwann auffällt, so von wegen, du bist ja gemutet. Ach, man hat schon so viel Zeug mitgemacht, wa? Krass. Man muss nur aus den Fehlern lernen. Und ich hoffe, ich lerne auch aus meinen Fehlern. So, apropos Fehler. Ist hier oben nicht noch ein Schlüssel gewesen? Habe ich den eingesammelt? Sieht eingesammelt aus. Ja, ich denke auch, dass das bei den anderen auch passiert. Ich meine, wir sind auch nur Menschen, ne? Und Menschen machen Fehler. Manche größere Fehler, manche kleinere Fehler. Aber wir machen alle Fehler. Was gesehen, hä? Oder? Los. Da muss ich jetzt nochmal genau hingucken. Moment. Nee, das war in die Richtung. So rechts von mir. Die Richtung ungefähr. Aber hier ist trotzdem keine Truhe eingezeichnet. Aber, weißt du, was ich jetzt machen kann? Ich kann jetzt endlich die Seherin ihr kleines Häuschen bauen. Ich habe nämlich jetzt endlich. Oh, ich kann sogar zwei Häuser bauen. Ich habe zwei 45er Häuser, glaube ich. Ach nee, die Serien braucht, glaube ich, 60. Ja, ist okay, komm. Oh, trotzdem erstmal die Serien, ne? Zu alt. Selbst im Alter lernt man nie aus. Also Ingo. Das weiß doch jeder. Breite deine Flügel aus. Ich hatte ja auch schon mal, ihr wisst ja bestimmt nur, dass ich Speedruns gemacht habe, ne? Und da hatte ich einen neuen Rekord für mich erstellt, also so eine persönliche Bestzeit habe ich geschafft und habe ich natürlich zelebriert mit dem hier, ne? Habe aber vergessen, das irgendwann auszumachen und dann war dann bei dem Run danach, den ich gemacht habe, war das die ganze Zeit, ich glaube so die erste halbe Stunde in den Run danach war dann dieses Feuerwerk drin gewesen und das war aber auch wieder eine PB. Nice. So viel zum Thema vergessen, weißt du? Muss hier über die Brücke und dann darüber, oder was? Das ist doch schon hier 160er Gebiet. Also die Quest weiß ich immer noch nicht, wie ich die machen soll. Vielleicht muss man halt wirklich das Pferd stehlen. Haben wir hier noch irgendwie so einen Vogel? Ja, da ist noch so ein Vogel. Mache ich den mal noch. Bisschen mehr synchronisieren, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen einfach mal da zum Hafen. Ja, dann kann ich ja gleich mal die Seherin fertig machen, ne?
Was ist mit euch los? Gucken, wie viele Kleeblätter ich am Ende des Spiels habe. Eins habe ich leider aus Versehen schon verkauft. Aber ich bin gerade dabei, die ganzen Kleeblätter einzusammeln und beziehungsweise zu behalten. Wir sind gerade aktuell bei 16. Theoretisch 17, weil eins habe ich schon verkauft. Passiert. Ist hier gerade Krieg oder so? Wann wollt ihr denn heute eigentlich anfangen? Habt ihr da schon irgendwie eine Zeit? Also ich werde heute definitiv wieder länger machen. Wenn mein Kopf mitmacht. Wenn ich nicht Kopfschmerzen kriege irgendwann. Aber ich habe Bock heute auf 9 Stunden. Wenn das nicht vergessen hat, meinst du? Weil zugesagt hat er ja noch nicht, oder? Wenn ich es richtig gelesen habe. Oder hat er schon zugesagt? Mit 14 Tagen hat er schon zugesagt. Oh. Ist er denn zuverlässig? Mach den Eingang auf und renn erstmal einmal komplett um den Block rum, ey. Er ist verliebt, lol. Und deswegen darf man unzuverlässig werden? Oder? Noch immer so viel. Ich bin doch da schon mal lang gegangen. Oder sind das jetzt Sachen, die ich nicht. Ach komm, wir holen erstmal den Vogel. Lassen wir erstmal hier sinken. Muss ich noch mehr sagen? Naja. Man kann ja von Glück reden, wenn es dann nur die Anfangszeit ist, wa? Und diese frisch Verliebten. Die ersten 6 Monate. Maximal. Und dann. Ja, alles gut. Gehe ich selber raus? Wie selber raus? Ach, hier Leute.
Geht immer zusammen oder was? Oder wie meinst du? Ich dachte, wir streamen zusammen. Oder was meinst du mit selber rausgehen? Sagt man so bei euch in der Region? Ja, bei uns sagt man das nicht so. Ich selber raus. So, wo haben wir denn den Punkt? Direkt da oben auf dem Kopf. Was sind die hier? Hier so eine Muschel drin? Ja, was? So ein kaputter BH? Was ist das denn? Noch nie gesehen. So spielen, nicht crashen, ne? Kaputter Stein-BH, ja. Im Internet mal gesehen, wo ich hier nach Eva und so gesucht habe und generell mal bei YouTube nach irgendwie Bugs oder Glitches mal geguckt habe, habe ich ein Thumbnail gesehen, beziehungsweise irgendwann dann später ein richtiges Video, dass es wohl einen Bug in diesem Spiel gibt, wo man irgendwie das Geschlecht wechseln kann. Und dann irgendwie was mit dem Aussehen machen muss oder so. Und dann hat er auf einmal Ava kein BH mehr an. Dann sieht man ihre blanke Brust. Dadurch, dass du ja jederzeit dein Geschlecht ändern kannst, irgendwie. Mit oder ohne Nippel, habe ich nicht drauf geachtet. Habe ich nicht drauf geachtet. Neun Follower-Bots hast du in deiner Liste. Oh, wirklich? Ich habe aber auch schon voll viele Follower gemacht und dann nach einer Stunde waren sie wieder weg. Wenn jemand die verwendet, bist du auch dabei. In der Clique? Na, Kartenleser? Nee, heute will ich nicht. Aber ich plündere gerne nochmal hier den Körbchen. Deine Ersparnisse. Die nehme ich doch immer gerne mit. Was wartet hier nochmal? Die Hof. Die sammeln halt User, um das überhaupt machen zu können. Weiß nicht, ob ich das verstehe. Bin ich ganz ehrlich. So, Valkast. Dann geben wir dir mal ein neues Haus. Ich Rohmaterial. 60. 60. Oh, muss noch ein Haus, muss ich noch machen. So wird es gehen. Danke, Eivor. Ich tue alles, damit du dich wohlfühlst. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenden wir uns nun wieder deinen Visionen zu. Wenn du denkst, dass es etwas bringt. Ich brauche noch eine Zutat, um einen Trank für dich fertigzustellen. Beim Teich solltest du finden, was ich suche. Der Trank wird dir später helfen, tiefer in deine Visionen einzutauchen
und sie klarer zu sehen. Mhm. Bring die Pflanzen zu Valka. Glühwürmchen freilassen. Was? Keine Glühwürmchen? Oh, die behalte ich. Ich dachte, die sind so als alchemistische Zutaten oder so. Dass ich die irgendwie weiterverwenden kann. Also jetzt nicht wegen Freilassen, sondern einfach nur irgendwie richtig krassen Trank oder so draus zu brauen. Ja, ich bin so ein bisschen Skyrim geschädigt, ne? Da fängt man ja auch Glühwürmchen und macht dann aus ihren Säckchen irgendwelche Tränke. Schau dir mal an, was ich dir geschickt habe später, dann wirst du es sehen und verstehen. Okay, mach ich. Hast du mir nochmal eine PM geschickt oder was? Ja, das habe ich mir ja schon angeguckt. Den Satz habe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so ganz verstanden, was du damit meintest. Vielleicht könntest du dich ja so ausdrücken, dass auch einer das verstehen könnte, der jetzt nicht so in der Materie drin ist. Kiemen. Habe ich die Sachen schon gesammelt, die sie haben möchte? Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Oh. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Genau, mal schön rinrotzen. Der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken, aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Ach so, okay, ja, mach ich. Empfohlene Stärke 90. Habe ich denn schon so viel? 118. Wird aber knapp dann, ne? Schild mit Faustschild. Schild mit Faustschild, hä? Schwerer Schaden wird durch erfolgreiches Parieren erhöht. Eigentlich müsste ich den nehmen, oder? Aber ich werde den mal wegmachen. Oder generell mal die Waffen so wegmachen. Können wir eigentlich so lassen? Ja, obwohl, nee, komm. Den Bogen machen wir mal auch weg. Lassen wir nur die Waffe. Danke, Ingo. Danke, Ingo. Ich guck mir das nachher mal an, ja. Dann werde ich ja sehen, was du meinst. Wer nachts hat?
Soll ich das dann nach meinem Special machen oder noch davor? Ja. Schlafen. Das Spiel gerade geruckelt wegen dem Copy. 3D war auf 80%, aber Copy war auf 100%. Oh, ist geil aus. Was ist das? Asgard? Zu wenig Gold, oder? Asgard. Wenn das der Baum. Die Weissagungen der Nornir sind klar wie der sonnige Winterhimmel. Die Äsir sind verdammt und Asgard dem Untergang geweiht. Wiederholt den letzten Teil. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Der Sitz der Götter wird rot vom Blut. Wund klafft der Himmel in jenen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nicht das. Etwas Späteres. Die Weissagung des Wolfs. Der großen Bestie. Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Hels. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt. Und Opfer Fenris wird. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt meinen Tod vorhergesagt. Ich werde sterben. Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los, dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Havi? Havi? Wozu rackern und ringen? Wenn wir nur Fäden zwischen zwei Fixpunkten sind. Ohne Hoffnung ist das Leben ein Gefängnis. Kein Geschenk. Das Leben ist die Musik, welche durch das Spielen dieser Saiten erklingt. Sie beflügelt den Geist und erfüllt unsere Herzen. Ich bin keine Saite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene, der Herr der Ekstase, der Feind des Wolfs. Ich bin ewig. Cool. Rätselhafte Worte vernebeln nur mein Geist. Ein Sturm braut sich zusammen. Nicht in den Wolken, sondern in Midgard. Naht nun unsere letzte Schlacht. Ist das der Beginn von Ragnarök? Sage Aska gestartet das Schicksal der... Oh, ist das jetzt DLC oder was? Habe ich jetzt aus Versehen DLC gestartet? Hm. Alter, guck dir mal an. Regenbogenbrücke, nice. Gross. Ja, wenn das so ist, dann ist das halt so. Was soll ich sagen?
Empfohlene Stärke 90, Reichtum, Rätsel. Heimdall. Wer ist denn dieser Harvey? Weil den spielen wir aber. Boing. Also der Baum sieht ja schon mal geil aus. Erinnert mich so ein bisschen an Avatar. Der Riesenbaum. Komm ich denn jetzt hier runter vom Turm? Aufwachen. Also da haben wir wieder ein Vögelchen. Also ein Turm war es eigentlich nur ein Turm. Heimdalls Turm. Da ist die Regenbogenbrücke, ja. Stimmt so ungefähr, ne? Auch so, was man so in dem Film immer sieht. Warum ist denn der so viereckig? Ist das ein Teleporter? Teleportieren. Okay. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach, ne? Jetzt sind wir hier drinne. Und dann ist das halt so. Ist halt blöd, dass das nicht so immer dran steht oder richtig visualisiert wird, was ist. Mein Lexikon ist ja leider auch nicht da. Mein Spieleralmanach. Jasmina Machina. Die hätte mir das gesagt, ob das DLC ist. Die hat mich gleich angeschrien. Nein, geh da nicht rein. Für 2 Jahre? Ne, 3 Jahre ist knapp, wa? Finde ich auch blöd. Muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber manchmal hast du da wie so einen zweiten, dritten Charakter so hinterherziehen. Kann man das irgendwie sehen? Sag mal, so ein bisschen auf die Figur achten. Da unten an den Beinen zum Beispiel, rechts an den Beinen. Zwischen Bein und Waffe, siehst du das? Dass da immer so was hinterher zieht. Wie so eine Art Schweif oder so was. Seht ihr das da unten an der Waffe? Das hätte ich gerne, dass das weg ist. Diese Doppel-, Dreifach-, Fünffach-Bild oder was das sein soll. Ja, nicht. Ach, warte. Voilà. Wie seht ihr nicht? Ich zeigen, aufpassen. Da. Hier hast du die Waffe. Hier hast du die Waffe. Und hier hast du dieses hinterhergezogene. Hinterhergezogene. Hinterhergezogene.
halt so aussieht wie so ein Schatten oder wie so ein Schweif. Und das hast du das ganze Spiel über. Und das nervt. Liegt ja mal da. Bewegungs- und Unschärfe. Hast du die drin? Nee, die habe ich nicht drin. Ich habe drinne in Grafik. Alles hoch, extrem hoch. Hoch, 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 hoch. Schärfentiefe ist aus und Bewegungsschärfe ist auch aus. Boah, Alter, du streamst und machst kein Kunstwerk. Mir wäre das nicht aufgefallen. Ja, ist ja auch kein Problem, aber mir fällt das ja im Spiel auf. Und mich stört sowas. Wenn dich das nicht stört, kein Thema. Dann stört dich das halt nicht, aber mich stört das. Von da sind wir gekommen, ne? Ja. Dead Space, da habe ich auch mal mit den Einschränkungen gespielt und Bewegungsunschärfe auf Maximum. So hässlich am Charakter, wenn du die Cam drehst, muss ich dir mal zeigen. Okay. Ja, weiß ich nicht, vielleicht muss ich auch das Spiel in DirectX 10 starten oder sowas. Vielleicht sieht es dann besser aus. Weißt du? Ach, wir sind noch nicht mal ganz unten, Leute. Oder wie sind wir? Ach doch, wir sind ganz unten. Wir sind ganz unten. Okay, warte mal, komm. Dann markiere ich mir mal ein Ziel, damit wir überhaupt ein Ziel haben. Ich meine, du hast ja dieses Verwaschene oder dieses Hinterhergezogene, hast du ja nicht nur am Charakter. Man hast du ja auch da oben an der Statue, da hinten am Baum. Du hast es halt überall, dieses Hinterhergezogene. Und das fällt mir halt extrem auf, weil ich natürlich diese Schafe, dieses scharfe Game-Feed habe. Und da fällt mir das natürlich sofort auf, im Gegensatz zu euch, wo ihr dann halt nur ein Downsample von dem Spiel habt. Mein Stream ist zwar 1080p, aber das Spiel im Stream ist nur 900p. Ymirs Tränenstein. Mich nicht. Kauft ihr eine neue Hardware? Ich habe eine 3080 Ti. Kauf mir doch keine 40. Bin doch nicht bescheuert. Das sollen die Leute machen, die zu viel Geld haben, ey. Weiß ich nicht, was mit welchem das gerade läuft. Das liegt am Spiel irgendwo, ja. Da muss ich den Daniel recht geben. Das hat nichts mit der Grafikkarte zu tun. Hat was mit dem Spiel. Feinjustierungen zu tun. Da ist irgendwas in irgendeiner Config-Datei ist eingestellt. Und deswegen ist das so. Warum haben die eigentlich hier überall so Teleporter? Du bist aber frech, ja? Ab in die Ecke mit dir. Und denk mal darüber nach, was du gerade falsch gemacht hast. Zeig es mir.
Ich achte ja nicht mal ganz genau drauf, ne? Es gibt halt so manche Situationen, ja klar, da achtet man irgendwo drauf. Aber dann gibt es halt wieder Situationen, da fällt einem das direkt in... Also man sieht das halt einfach direkt, ohne dass man drauf achtet. Man guckt halt irgendwo hin und auf einmal sieht man das so und dann... Verstehst du? Muss ich denn hin? Was ist der Altar? Okay, der Altar ist oben. Der Schatz ist unten. Da haben wir noch eine Höhle. Probieren wir die mal. Ich bin hier gerade so ein bisschen lost, weil ich nicht irgendwie weiß, wo ich hingehen soll. Ich meine, wo wollen wir da? Die Quest wird mir angezeigt da oben. Aber ich kann mich auch umgucken. Ich hab gedacht, ich muss da die Lampe da einsammeln, aber nee, ich muss hier runter. Indreholm. Warum gibt's hier Gegner? Asgard ist kein sicherer Ort, so wie es scheint. Was habe ich schon gemacht? Okay. Ist das? Please. Baumeisters. Mhm. Da ist er. Der Schatz. Einen Tränenstein. Wuhu. Was? Ich reich. Wirklich nur einer. Ich dachte, das Spiel verarscht mich. Das kann nicht stimmen. Kann's ja auch nicht. Das ist wie ein Eisriese, wa? So blau. Ja, cool aus. Jetzt so ein komisches Zeug da unten auf dem Boden ist. What? War das vorher schon da? Ja, aber du spielst über Konsole, da brauchst du auch keine harte Grafikkarte. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur GameCube oder PlayStation 1, 2 oder so zocken würde, was ich ja hier habe, ne? Wenn ich nur das zocken würde, dann bräuchte ich auch keine 3080. Da hätte ich meine alte 1070 auch behalten können, die ich vorher drin hatte. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Oceanhorn. Braucht man da eine 3080? Naja. Oder was hast du da letztens gespielt da mit deinem Indiana Jones Verschnitt da? Braucht man da eine 3080? Gibt es nicht irgendwie im Internet so ein Meme? Von wegen hier 3080 Ti Grafikkarte? Und, weiß ich nicht, ein Ryzen, keine Ahnung, 6800? CPU und dann siehst du das Spiel Among Us. Voll die überkrasse super Hardware und dann spielst du Among Us. Switch. Oceanhorn war Switch. Nein, ich hab's auf PC, deswegen, ne?
Oder meinst du hier diesen Indiana Jones Typ da? Oder der die... Was war denn das? So komischen Federn eingesammelt hast und so? Ja, mir ist eine Quest, ey. Muss ich erst hier bestimmte Sachen machen, damit ich hier erst bestimmte Sachen machen darf? Scheint es hier nichts. Ja, okay, komm, wir machen erstmal. Wir begeben uns mal zur großen Halle. Scheinbar dürfen wir hier noch nichts so großartig machen. Das heißt, ich muss nochmal nach oben, ne? Okay. Dann gehen wir nochmal nach oben. Ich greife schon vor. Das mag das Spiel nicht. Also gehen wir kurz in die große Halle, machen da erstmal die Quest weiter, damit wahrscheinlich hier überall die Leute spawnen. Oder Gegner spawnen oder was auch immer. Welche Konsolen hast denn du? Guck mal Discord, wenn du magst. Wen meinst du? Mich oder Ingo? Ich guck gerne in der Pause, wenn's okay ist. Oder soll ich jetzt schnell gucken? Wenn's für die Pause reicht, gucke ich auch gerne in der Pause. Wenn du sagst, nee, guck mal jetzt. Dann gucke ich auch jetzt. Die Leute auf YouTube, die gerade zugucken, die können ja vorspulen. Wenn sie irgendwas überspringen wollen. Wir brauchen eine Strategie, um mit diesen Eindringlingen fertig zu werden, Thor. Wir kommen zurück. Du kannst dich nicht aus dem sicheren Tod herausprügeln. Wer zerschmettert den Schädel von Trüm, König der Jötner? Wer erschlug Geirith, den Gigantischen mit einem glühenden Eisenstück? Ja, ja, schon gut. Und das war wirklich beachtlich. Doch die Vergangenheit steht fest. Es ist unsere Zukunft, die wir entscheiden müssen. Man entscheidet die bei Burisch Eiern.